Moin Moin und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu The Crew mit der Crew von, also von uns. Und da ist Krabs dabei. Hallo. Tino, also McManus. Hi. Und der Randy, der Sachsen-Let's-Player. Hallo. Und wir sind im Summit-Menü und da erklärt euch Krabs jetzt erstmal was es damit aussieht. Ja, richtig. Wir haben jetzt das Summit verstanden. Ja, wir haben Also es ist jetzt 3 Tage später. Ja. Wir saßen Tag und Nacht. Wir haben es verstanden. Das Summit ist halt ein Event, das läuft im Oktober vom 7. bis 31. Oktober. Und genau. Wie man hier sehen kann, auf der linken Seite kann man das auch sehen. Ich bin auf dem Platz 10.390 von 30.000 und habe damit sogar Silber halt eingestuft. Und, genau, bei mir steht da Bronze mit 25.000, weil das ist die Facecam gerade rüber. Das sind die aktuellen Plätze, die man eben hat. Bei 30.653 Spieler eingestuft. Richtig, aktuell. Wenn wir jetzt hier X drücken, könnt ihr gerne mal mitmachen, dann sehen wir die Belohnung, die man bekommen würde, wenn das vorbei ist, das Summit. Jetzt für Silber hätte ich eine 10%ige Chance auf den Lotus und dann nutzen auf die Teile. Ich weiß nicht, was ESK ist. ESK ist diese Exotenpunkte, glaube ich. Echt? Okay. Ja. Ja, ist klar. Und dann kann man auch weiterklicken mit Gold. Auf Platin hat man eine 100%ige Chance auf den Wagen. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel, weil diese Wagen gibt es wahrscheinlich nur einzigartig als Belohnung für das Summit. Richtig. Dafür muss man aber halt eben Platin erreichen. Ja. Oder zumindest Gold und dann hat man 50-50. Ja, eben. Also es ist wahrscheinlich genau so, dass du diese Wagen nicht anders kriegst. Gehe ich von aus. Allerdings muss man jetzt noch eins dazu sagen. Und zwar, die Beta läuft aktuell ja nur bis zum, Moment, 18. glaube ich, ne? Nee. Genau. Bis Montag. Ja, bis zum 18., bis zum Montag. Genau, das ist das Problem aktuell. Wir werden zwar danach noch Folgen bei uns kommen, aber wir haben das alles in den Zeitraum aufgenommen. Deswegen ist vom 7. bis 31. Oktober jetzt in dem Sinne das eigentlich nicht möglich. Das ist quasi nur, um die ganzen Spielmodi hier zu testen. Aber man sieht ja gleich, wie das, also das Summit Boneville sieht sehr nach Racing aus alles, ne? Mit dem Motorrad und dem schnellen Wagen da vorne drauf. Genau. Das nächste wäre, glaube ich, Hit the Street, ist, glaube ich, eher so Straßenfahrzeuge. Ich glaube, es ist so, ich habe das gleich gerade nochmal so, das da unten sind alles diese Qualifikationen, die du brauchst, um für das Summit zugelassen zu werden. Wenn man mal guckt, unten steht zum Beispiel Summit Qualifier, das erste links Hit the Street, am 28. bis 30. September. In dem Zeitraum musst du dich qualifizieren wahrscheinlich. Und wenn du all diese Qualifikationen all die Qualifikationen abgeschlossen hast, kannst du dann für dieses Summit, dieses Event, dann darfst du daran teilnehmen. Ach, und du hast hier immer diese Qualifikationsstufen vom 3. bis 4. Oktober, 2. bis 3. sind immer verschiedene Events, die schaffen musst, um sich dann im Endeffekt zuzulassen. Ich sehe es gerade, das ist alles in einem Monatszeitraum. Ja, eben. Genau. Das ist immer so in einem Monatszeitraum, wo du das halt hast. Aber das haben sie schon sehr geil gemacht, oder? Finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall ist man dann irgendwie auch angehalten, irgendwie öfter zu spielen, wenn man halt sieht, oh, am 2. bis 3. muss ich mir noch meine Qualifikation... Und wieso sind wir jetzt ganz rechts in dem Qualifier? Weil wir sind ja im Zeitraum... Wir sind im Summit. Den haben wir in der Einleitung und Sequenz, die wir hatten, da kam auch in dem Infovideo, dass wir jetzt dieses Summit Qualifier schon geschenkt bekommen, sozusagen. Aber sonst musst du dich qualifizieren dafür. Okay, alles klar. Genau. Und wir haben jetzt erstmal im letzten Part haben wir die Driftprüfung gemacht. Da hat jeder halt ein paar Punkte gesammelt. Und jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Die Frage ist halt jetzt nur, wenn man die Driftprüfung nochmal macht, gibt es die Punkte dann oben drauf oder kann man sich nur verbessern? Ja, genau. Okay, dann müssen wir, dann wollen wir jetzt eigentlich erzwungenes Crew-Event machen, oder? Können wir gerne oder machen. Oder was? Ja, okay. Können wir machen. Ich als Crew machen hier? Als Crew du spielen. Bist da, du als Crew suchen, ne? Ist das da? Also machst du nee, als Crew spielen steht ja, bei mir. Ja, als Crew spielen, ich habe euch gerade eingeladen. Bei mir steht nur als Crew suchen, deswegen. Mach das doch gerade. Das ist Rennen, richtig? Rennen, ja. Ich hab das jetzt angenommen, die Einladung. Ich weiß nicht genau, was es ist. Und ich glaube, wir können uns jetzt ein Fahrzeug ausruhen das, oder das, was wir vorhin hatten. Das wäre kacke, weil da muss ich mit dem Motorrad fahren. Nee, wir können das ausruhen. Aber welches Fahrzeug? Aber was geht's überhaupt? Rennen. Eine Wenn. Wir fahren eine Wenn einfach. Was für ein Fahrzeug nehmen wir? Nissan. Ich nehme den Nissan 350Z. Ich nehme den auch. Okay, ich hab gerade überlegt, ob ich die Kawasaki nehme, weil die so extrem schnell ist. Kannst ja machen, aber wir die Kurven. Ja, wenn wir durch die Stadt fahren, bist du am Arsch. Richtig. Wenn wir durch die Stadt fahren, hat Herr Krabs leider verloren. Macht er da still und heimlich mit dem Auto. Man muss auch mal pokern. Es sieht aber sehr nass aus. Ja. Und es sieht aus, als ob wir in die Stadt fahren. Ja. Und zur Not kann man dich immer noch umtackeln. Du startest nämlich hinten. Wie nennt man das noch schön? Was ist man noch? Ach ja, gefickt. Okay, es geht schon los. Ja. Aber könnt ihr mich kurz vorbeilassen? Hey! Also?
Der Deko nehme ich mit. Oh nein, Dino! Deko nehme ich mit! Was machst du? Ja, was mache ich? Deko nimmt Abkürzung. Also, ja. Aber sag mal, bin ich jetzt in dich reingefahren? Ja. Weil bei mir war es nicht der Fall. Ja, doch, bist du aber. Bei mir hatte ich wieder noch einen Meter. Nee. Sieh nur auf der Karte. Sieh nur, wie Tino da auf einmal nach rechts wegdrifft. Ey, ist schon wieder, ey, bitte. Mach. Ey, Alter, jetzt gibt's Krieg. Ey, der Krieg ist wieder eröffnet, definitiv. Ja, natürlich. Ich wollte das Ganze nicht, aber. Du hast doch angefangen gerade. Haben wir nicht in der Folge von vorgestern irgendwie sowas Ähnliches gesagt, wird lustig mit Tech oder was? Ja. Wo ich noch meinte, ne. Obwohl Randy hat angefangen. Randy hat mich weggebounced. Nee, du hast mich doch vorher noch schon weggebounced. Ja, aber bei mir war es gar nicht, habe ich dich gar nicht berührt. Das war wieder so hier, weißt du, so Synchro. Halt, ja. Oh, ich höre noch hinter mir den Motor. Ja, der ist ziemlich da, der Motor. Du! Das fuckt ab, oder? Ja, vor allem, weil du gegen so unzerstörbaren Zaun gebasht hast. Aber das ist auch episch, wie geil die nasse Straße aussieht. Ja. Weiß nicht, auf was ihr es habt, jetzt Spieleinstellung. Ich habe alles auf hoch, also Ultra habe ich mich mal noch nicht getraut. Ich habe Ultra. Ehrlich? Ja. Ich weiß es nicht genau, was ich habe. Ich glaube, ich will auch mal Ultra machen. Ich habe Ultra eingestellt, ob ich war. Tino. Du legst dich mit Mächten an, die du nicht mal begreifen kannst, ja? LOL! Was hat er gesagt? Der ist noch bei Star Wars. Er hat so genuschelt. Was für Dinger? Kann man das essen? Gesundheit. Gesundheit, Deko. Alter Schwede. Was, ich bin Erster? Nee, ich bin nicht Erster. Ja, ich bin Erster. Aber weil links steht, ich bin Erster. Warum? Stimmt, ja. Stimmt, warum? Was war das? Klasse, oder? Jetzt bin ich nicht mehr Erster. Weil er die beste Zeit hat, weil man Zeiten abgibt. Es geht die um die Zeit, stimmt. Checkpoint in der Zeit. Die da links abläuft. Man muss halt, du hast halt bestimmte Zeiten, wenn du Checkpoints in einer guten Zeit erreichst. Wir fahren ja gegeneinander. Also, wir fahren ja, ich hab noch nicht einen einzigen Checkpoint gesehen. Vielleicht hattest du deswegen. Okay. Doch, eine schon. Hab ich gar keinen als Motorrad. Guck mal, das siehst du auch. Die kriegst du wahrscheinlich eingezeigt. Das Ziel siehst du. Nein, du siehst ja, nur das Ziel. Ich, ist doch, ja, das aber Checkpoints sehe ich nicht. Ich glaube, das sind auch keine Checkpoints. Das ist einfach, wahrscheinlich macht der so unsichtbare Checkpoints, wo er dann sagt, hey, der war da schneller durch oder was auch immer. Aber ich habe ja eine ziemlich schlechte Zeit, weil ich zweimal weggewäscht wurde. Von wem? Ja, hallo, ich muss hier. Er war so schnell da und dann wieder weg, da konnte ich nicht erkennen. In den Kurven muss ich absteigen und das Ding rumschieben. Ja, wenn du mir den Anhänger mitnimmst. Ja, ein Motorrad mit Anhänger. Können wir nicht einen Beiwagen dran machen? Der soll aber bitte hinten. Wow. Mit Beiwagen, das ist natürlich auch fett. Da habe ich die falsche Strecke. Danke, ich wollte eigentlich da lang. Ich auch. Warum schiebst du mich denn dann weg? Nicht vergessen, in den Kurven muss ich mal runter vom Gas, ne? Wollte ich nur mal sagen. Sind alle in höchster Konzentration hier. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat er mich überholt, ey. Wo hast du denn das Rennen? Weil er mich abgeschossen hat, Mann. Oh nö. Miese Nummer, ey. Miese Nummer. Hätte Randy mich am Anfang nicht weggedreht, dann. Aber das kriegt er wieder, keine Angst. So, ich hab mich nicht weggedreht, Kino, weil ich war auch genauso ein paar Meter erinnert, ja, aber du bist dann halt einfach rechts weg. Was hab ich jetzt? Einspritzanlage. Ich hab ne 45er Einspritzanlage. Ich war nur hinter dir und du bist rechts ins Bett, okay, ne. Da hat man jetzt bessere Teile bekommen, eine 45er Einspritzanlage, Dings. Was ich bringt diese Exoten? Stufe 49 Teil bekommen? Ja, ich habe Stufen 45 Teil bekommen. Die Exotenpunkte. Für die Kawasaki. Und die ist sogar besser. Kannst du noch nicht einbauen, shit. Naja, geht mir auch so. Quartier schicken, bitte. So, wie viel gab's denn jetzt? Dumme Drang, 281, okay. Ich habe 256. Ist das der insgesamte Rang, oder was? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir jetzt nochmal eine wahrscheinlich Rangverbesserung oder sowas. Ich habe mich um 6000 Plätze verbessert. Ich wollte nur mal sagen, ich bin jetzt auch gerade auf Gold gerutscht. Nice. Wow, nice. Sehr cool. Ey, komm, dann lass direkt noch eins machen. Ja, würde ich auch sagen. Boah, was für eins? Was wollen wir machen?
PvP ist noch alles drin wahrscheinlich. Monster willst du? Monster. Komm, mach Monster. Damit du deinen super geilen männlichen Monster-Truck was packen kannst. Als Crew-Spieler. Da wird euch alle schön bumsen. So. Ja, ist okay. Du weißt schon, dass wir alle denselben Wagen haben. Nein. Du hast deinen, nicht irgendwie verbessert oder so. Ihr habt nicht, aber aussehenstechnisch. Nein, aber ihr habt nicht diesen luftwiderstandsabweisenden Lack, den ich habe. Ach so. Ist bei einem Monster Truck auch super, super wichtig, dass man da noch irgendwas an der Luft hat. Ja, hallo, ich hab Crazy Rabbits da drauf. Okay, das ist auch ein Argument. Sind die besser wie die Blumen? Ich weiß gar nicht. Ach, was wie? Okay. Ich hoffe, wir fahren nicht alle gleichzeitig, oder? Das oh, ist natürlich. Ah, ne, wir fahren einzeln, oder? Ja, von der ist jeder für sich, glaube ich. Oder? Jeder für sich, Jungs. Ich sehe euch nicht. Ja, ich glaube, ja. Nee, man sieht. Nee, das ist nicht jeder für sich. Wir starten alle in einer Arena. Ja. Ah, ja, stimmt. Ja. Das ist crazy. Mikrofon muted. Ja. Da ist ein Pfosten. Du Pfosten. Du Vollpfosten. Da ist ein Pfosten, Tekko aus dem. Woo! 1000 Punkte, Baby! 500 dann. Ich muss überlegen, wo ich jetzt hier lang fahre. Ist gar nicht so einfach. Eisenblick. Bist du es einfach hier so eine Route folgen, oder? Nee, ich folge keine Route. Ich fahr mal hier in die Halfpipe. Ja, ich komme ja aber gerade mit diesem Magen. Also wenn du gerade in die Halfpipe fährst, dann werde ich da nicht reinfahren. Oh shit. Ich liege auf dem Dach, Houston. Aber man kann die Punkte in jemand anders nicht wegnehmen, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Doch, komm. Ja. Nein, die gehen nicht weg. Nur wenn du sie selber einsammelst. Oh ja. Ist das hier der Looping? Nein. Da ist der Lupe, den bin ich. Zeit haben wir noch. Was? 1 Minute 15? Wow. Jojo. Na komm schon. Wenig um Auto. So, warte mal, was haben wir denn da hinten? Okay. Da sind ja die ganzen Tausender da oben. Wie komme ich denn da oben hin, sag mal? Gar nicht so einfach hier. Oder? Gucken, wo ich jetzt hinfahre hier. Dahinter. Lang. Ich glaube, ich fahre erstmal hier lang. Scheiße. Bin runtergefahren. Oh, ich habe Punkte von Rückwärtsalto bekommen. Juhu. Ja, kriegt man auch. What? Da kriegt man auch Punkte? Ja. Das ist nice. Nein, noch ein paar Punkte einsammeln. Doppelter Vorwärtsalto. Punkte, ey. Ach so, okay, alles klar. So was gibt's. Was? Nein, die Punkte zählen nicht mehr. Das habe ich nicht gewusst. Wie viele Punkte gab's da? 750. 1500, wenn du Doppelten geil gemacht hast. Ja. Ansaugsystem. Ich bin Stufe 45. Und Alter. Nee, das kann nicht sein. Ich habe gerade ein Teil bekommen, das hat angeblich den Effekt von plus 42.949. Komm mal morgen. Aber beim Maxi dann im Motorrad auf einmal. Ich kann es mir irgendwie nur schwer vorstellen. Ja, Effekt plus 42.949. Ja, cool. Finde ich nicht schlecht. Krieg jetzt Hauptquartier Bauspäder ein. Ja, auf jeden Fall. Kann man nehmen. Jetzt, ich hab. Eigentlich ist das ein Space Shuttle. Das ist dein neuer Drax. Kannst du direkt steil gehen. Ja, gut, Tego. Dann würde ich sagen, ich bin jetzt auf 11.000, okay. Ich bin jetzt im Silber. Geil. Ich noch Silberbereich. Aber ich würde auch sagen, ja, dann war's das für diese Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ansonsten bis morgen. Tschüss.